Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und da es die Tage einfach so unglaublich heiß ist und wir dann auch nach Dortmund fahren und viel unterwegs sind und man überhaupt keinen Bock hat zu spielen in der prallen Sonne, machen wir ein paar kurze Entwicklungsfolgen, damit ich mir ein paar restliche Pokédex-Einträge holen kann. Ihr seht, der Terence Chill ist auch wieder am Start im Hintergrund, liegt da mit seinem Bags in der Hand, die Sonnencreme von oben bis unten und jetzt auch extra mit neuer Frisur bei dem Wetter, damit man auch für Dortmund hübsch ist. Wir wollen jetzt mal reinschauen, was ich die ganze Zeit schon entwickeln wollte, was sich durch das GoFest Chicago dann aber erledigt hat, war das Hippopotas. Das ist aber genial, weil ich finde, das ist so ein cooles Pokémon und auch diese Unterscheidung zwischen männlich und weiblich, dass die so schon andere Farben haben und auch die Weiterentwicklungen dann anders aussehen. Man könnte denken, das eine ist normal, das andere shiny, aber ist nicht so. Das eine ist männlich, das andere ist weiblich. Und ihr seht, wenn ihr hier drauf drückt, wie es sein Maul aufreißt, wie böse es auf einmal guckt und die großen flauschigen Zähne. Wir entwickeln das jetzt hier einmal durch. Das ist das Weibliche. Und der Iswo chillt weiterhin zu Naomi Knopf, ne? Sein neues Lieblingslied, was den ganzen Tag rauf und runter läuft. Jeden Tag, wenn wir hier im Pool sind, kommt das bestimmt 10-mal. So, und ihr seht das Weibliche. Das ist richtig dunkel, richtig böse, feuerrote Augen. Ein grauer Körper mit schwarzem Panzer und einer schwarzen Schnauze. Und das sieht noch brutaler aus, noch heftiger. Wir gucken uns jetzt mal das andere an. Das ist nämlich das Männliche. Das drücken wir auch mal an, das guckt dann auch böse. Und das sieht nicht ganz so gefährlich aus. Wenn wir das jetzt nämlich durchentwickeln, kostet auch nur 50 Bonbons. Und das könnt ihr vergleichen mit Rihorn zu Rizeros, was eben dann auch ein guter Bodenangreifer wird, was auch 50 Bonbons nur gekostet hat damals. Mittlerweile hat Rizeros natürlich eine weitere Entwicklung, aber das ist eigentlich ein richtig cooles Pokémon. Das Rihorn der vierten Generation, Hippopotas. Und da hat es gegähnt, weil es müde ist. 2468 kann man also auch gut für die PvP-Liga benutzen. Und 3600 Staub, da werde ich auf jeden Fall mal zwei Maxen, ein männliches und ein weibliches. Jetzt habe ich natürlich die zwei Vorstufen und die zwei Entwicklungen davon. Habt ihr auch schon Hippopotas entwickelt, ein männliches, ein weibliches? Welches findet ihr besser, welches sieht cooler aus? Und wie findet ihr, dass das mit dem Geschlecht so unterschiedlich ist? Bei manchen sieht man eben gar keinen Unterschied. Hier schon, finde ich gut gemacht, finde das Pokémon allgemein auch sehr cool. Eins meiner Lieblings-Pokémon der vierten Generation. Das war's aber von uns. Wir chillen hier noch ein bisschen, genießen das Wetter, genießen die Wärme und sind wahrscheinlich, wenn ihr das seht, gerade in Dortmund auf dem GoFest unterwegs. Das dauert ja, bis das alles geschnitten ist. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.